Ja, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. Ja, in der letzten Folge sind wir hier an den Schneelastruinen angekommen, wo wir diese Kanonen einstellen sollen, mit denen wir durch die Atmosphäre fliegen können, um Fodra zu erreichen, weil da ist das Heilmittel für Sophie, weil der geht immer noch nicht gut und so weiter und so fort. So, jetzt gerade aufgefallen, ich soll den Mixer laden. Weil ich war wieder trainieren und ich brauche Apfelgummi, sehe ich gerade. Und trinke das Lebensbrot auch noch. Und ja, ich wollte erst noch durch die ganzen Städte hier durchdüsen, weil ich gesehen habe, wir haben voll viele Quests hier übrig. Da hätte sich bestimmt gelohnt. Mit sogar Curry. Ja, stimmt, ich habe ja Curry bekommen. Von der lieben Mutter von Eskel und Jobert. So, gehen wir mal hier rein. Ja, Schneelastruine. So. Nein, doch. I wonder if my sister is still mad. Pascal, there's something I've been wanting to tell you. Yeah? Just because Fourier is angry, it doesn't necessarily mean that you did something wrong. Wait, are you consoling me? Do not misunderstand my intentions. I simply wanted to point it out. Thanks for trying to console me. I am not consoling you. You are totally consoling me. All right, fine. I am done talking. Was ist denn so schlimm? So, jetzt, ja, ich erinnere mich an diesen Tempel. Warum auch immer Tempel? Hier gibt es so einige. So, ein paar Arts habe ich schon. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich habe. Kann sein, hat er noch vielleicht eingestellt, dass ich einige Dinger jetzt trainieren wollte, so Pascal Wehrzeichen mit Krankenschwester von Sharia. Und ja, mir fällt gerade ein, ich habe noch alle auf Passiv eingestellt. Genau. Offensiv ausgeglichen. Oder definitiv ausgeglichen. Ja, das ist schon mal sehr schön. Die eigenen Kollegen nicht mitkämpfen. Ja. Für Pascal habe ich übrigens schon fast alle E-Arts habe ich schon Meistertitel. Jetzt die muss ich nicht mehr so oft trainieren. Ja, als auch schon fast richtig gut. Irgendwie braucht sie gar nicht so viel. Bei Espel muss man irgendwie jede 800 Mal einsetzen, damit man irgendwie ein Dings bekommt, ein Meistertitel davon. Deswegen habe ich auch hier diese kreisgelegten Arts erstmal alle auf meine Hauptknöpfe gelegt, damit ich die auch schön einsetze. Diesmal für den Plasma-Schock. Bin ich jetzt auf zwei Dinger? Nee. Bams. Wir sind auf den höchsten Schwierigkeitsgrad eingestellt. Ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad gestellt, weil die Gegner dann mehr Erfahrungspunkte kriegen. Ich habe ja irgendwie so 4000 Erfahrungspunkte bekommen hier in dieser Gegend. Das ist unnormal. Espel hat jetzt den Titel AUTSCH bekommen. Oder auch Autsch genannt. Stimmt. Ja, lass mal gucken. Nee, ist immer noch schwer. Okay. Da bin ich einfach nur schlecht. Autsch. Dieser Titel hat jenen, die unendlich viel Schmerz im Kampf ertragen haben. Nehmen wir den mal direkt. Jetzt weiß ich nicht, was ich vorher hatte. Egal. Einige Ziele habe ich wieder gemeistert. Und ja, ging rund. Hier kann man nichts machen. Kann ich da irgendwas machen? Nö. Da kann man nicht durch. Da kann man noch runter. Hier kann man noch hin. Glaube ich. Ich tue einfach mal alle. Können wir immer nicht längen. Okay. Ich weiß nur, dass hier einige nervige Rätsel warten. Aber dazu mehr gleich. Was? Hey! Und dann? Nach hier vorne, mein Gott. Irgendwo Mama. Ach, okay. Einfach draufhauen. Hat beim Balken des Kriegers geklappt, warum da nicht auch hier? Ja, ihr Genie, das können wir nicht verstehen, das von Pascal.
Upsala. Verlassen. Den Stuhl ein bisschen runter machen, weil mein Mikrofon gerade so komisch ist. So, jetzt habe ich ja drei Wege, wo ich lang gehen kann. Super. Also wird sehr viel erkundet. Oder auch nicht. Hier haben wir schon eine Sackgasse. Traubengummi wegwerfen. Weg mit dem Mist. So, Kämpfe habe ich ja eigentlich schon genug. Aber ich kann da nicht allen Kämpfen aus dem Weg gehen. So, warte mal, hier unten. Mal da erstmal gucken. Vielleicht ist da auch eine Sackgasse. Wie immer, wenn ich hier ganz am Kopf am Kratzen und merkt dann, ich muss ja X drücken. So, was haben wir hier? Eine Entdeckung. Ein Beam! Lokalheld. Are you nervous? You could say that. When I think about what's ahead of us, my hands start to shake and my knees go weak. But, Captain Malik, it looks like I'm not the only Mally. One. How's that? You missed a spot shaving. Right over there. It makes me think you have worries of your own. Very observant. I confess, I've been on edge ever since Asbel and the rest of you saved me in Fendel. Now I have to live up to the expectations of everyone waiting for me back home. They say it's bad luck to bring up your hometown. That's what people talk about when they think they're going to die. I refuse to die until Fendel is back on its feet. Okay. Warum hat er das nicht mit so einer ernsten Stimmlage gesagt? Nein, was drehst du da? Das ist doch absurd. So. Warte mal, konnte ich das Ding auch untersuchen? Vielleicht war da ohne Entdeckung. Es ist wert, nochmal zurückzugehen. Weil vielleicht. Nein, okay, dann war es das nicht wert. Gut. Und hier haben wir Tigeressenz. Das Wasser macht dich zum Biest von einem Mann. Was für ein Wahnsinnsprodukt. Okay. Warum denn nicht? Nee, nicht Banne. Was macht das? Waffen Rückkehrtempo. Ja, super. Obwohl ich nicht so recht das mit den Waffen Rückkehrtempo verstehe. So, wenn ich mal anderes außer so einem Blob sehe, dann kämpfe ich mal gegen den. So, hier können wir entscheiden, wo wir als nächstes hin wollen. Entweder da lang oder hier oben hin. Ich gehe erstmal hier lang. Hm. Sieht man schon richtig aus. Ich gehe mal nach rechts. Hm. So. Sag mal her. Na, hier sieht doch schon nach einer Sackgasse aus. Na doch. Mithril-Tunika. Haben wir schon Mithril-Zeug? Tunika, Tunika. Da so viel jetzt gerade verändert ist, bis der einzige, der Tunikan ausrüsten kann. Oder Tuniken. Komm her, ich habe gesagt, der nächste nicht blob wird bekämpft. Also, ey, oh Mist. Beinahe. Nein, wenn die so ausbreiten, dann tun die sich bald vielfältigen. Das ist nicht gut. Nicht. Ah, oh nee. Oh Gott, oh Gott, Hubert, komm mal. Ja, ja, ich habe die, glaube ich, noch auf Dings eingestellt, ne? Ja. Hier so schnell verrecken wir, glaube ich, nicht mehr. Deswegen konnte ich Krankenschwester ein bisschen aufleveln. So, wenn das Viechchen nur noch rumläuft, dann wirst du ja wohl locker erst wieder beleben können. Und Auferstehung muss ja auch irgendwann mal aufgelevelt werden. So. Hast du schon? Wie schnell ging Latten auf einmal? Irgendwie schnell. Oh, 50. Cool. Okay. Todessumpfmeister, gut. Ja. Dann. Nächstes. Ich darf nicht vergessen, Todessumpf abzustellen, weil sonst bringt das nichts. Was tun hier? Kälteresistenz. Stimmt, habe ich gerade, was heißt hier gerade? Beim Training bekommen. So, Todessumpf. Todessumpf. Tu mal abstellen. Todesschnitzel. Oder ist einem bekannt vor? Ich hoffe doch. So, dann.
Das war hier rum wieder. Ich kann das Ding leider nicht direkt nach oben hindrehen. Schade. Gehen wir erstmal da. Hi. Na, komm her. Dich nehme ich. Oh Gott. Jeden Angriff irgendwie 800 Mal einsetzen muss. Was, da ist direkt ein neuer gekommen. In den verdammten Dingen zu bekommen. Kann jetzt machen. Ich habe, glaube ich, auch nur noch Krankenschwester eingestellt bei Cherry, weil er der einzige Heilzauber ist, den sie noch nicht gemeistert hat. Mäßig. What the fuck? You're both too cool for win quotes? Kurzlösung, Adept. Of course. I am not your sister, Asbel. Doch. Diese schon Krankheiten. Arztsiegel. Arztsiegel verhindern, dass du Arzt und E-Arzt einsetzen kannst. Supi. Stimmt, gibt's ja auch noch. Dann brauche ich dafür einen Titel. Bäh. Links. Links. Bastard. Da ist der Bastard, der ist so richtig eigentlich. Nur bescheuerte. So, dann wieder zurück. Ich beschwere mich darüber, dass ich in der Sackgasse gelandet bin, anstatt direkt auf dem richtigen Weg. So funktioniert mein Hirn. Seid erschreckt. So, ich durch. Dann kann man da. Rechts. Du Bastard. Warum? Ist doch richtig so. Und dann gehen wir nach oben jetzt. Weil das ist auch der einzige Weg, wo ich noch nicht war. Ich hoffe, ich kann auch irgendwann. Ich glaube nicht, dass es eine Abkürzung für den Eingang gibt, ne? Aber gucken. Hi. Tschüss. So ein Speicherpunkt. Ich möchte ein Part beenden bald. Ignoriere ich jetzt erstmal. Schutzbrille, eine unverzichtbare Brille für Motorradfahrer. Sie sieht verdammt cool aus. Okay, Jobert. Chance auf Doppelklingen, Wechselreduktion, 20%. Okay, deswegen. I'm on the highway. Jetzt kann er sein Schwert in Motorrad verwandeln und damit durch die Schlacht hier so durchdüsen. Das wäre richtig cool. So, was haben wir hier? Hallo, Ding. Oh, Elf. Ich glaube, die von beiden in den gleichen Raum, oder? Nö. Was kann ja nicht schaden, das Ding hier zu aktivieren. Déjà-vu. Diesmal gehen wir nach oben. Als erstes. Und da lang. Oh Gott. Wenn das schon richtig ist, müssen wir nochmal zurück. Okay, ich glaube, wir müssen beide Wege abgehen. So. Ich kann auch schon mal dahin drehen und zurück kann ich nicht. Also ich muss so oder so zurück. Man steht hier. Mehrere Elf-Leitungen. Wenn es in einem Bereich mehrere Elf-Leitungen gibt, müssen alle mit der Tür verbunden werden, um sie zu öffnen. Macht Sinn. Jetzt wird auf nochmal zurück. Erstmal muss ich auch nach rechts. Ich darf aber nicht vergessen, das Ding wieder zurückzustellen, weil sonst gibt es Probleme. So. Irdenes Gefäß. Okay.
freue mich ja, dass wir schon so richtig mal drin sind hier in dem Ding. Da kommen noch einige Rätsel. Man war halt irgendwo anders. Ich meine, war irgendwo anders. Ist ja nur eine Kanone. Ich weiß, vielleicht kommt da noch mal so was. Okay, dann hier lang. Okay, ganz schön unproduktiv hier so Pfeile einzubauen, die sowieso nur in eine Richtung gehen können. Wir hatten hier das Ding hier designt. Der Architekt wurde bestimmt gefeuert, nachdem er das gebaut hatte. Hier macht das ja schon wieder Sinn, da waren zwei Dinge, aber warum, wenn da sowieso nur eine Leitung zu betätigen ist. So, Geräteschrottplatz. Der Gerät, seltenes Metall, das... Oh, Weltenforscher. Seltenes Metall, das kann man, glaube ich, super zum so Waffenstein hier umwandeln. Hier die Waffen in andere Steine umverwandeln. Zusatzpunkt. Hey Pascal, who exactly are the Amarcians? Aliens. They create tons of advanced technology, scatter it in ruins around the world, and yet we know nothing about them. Doesn't that seem strange to you? No, not at all. The origin of the Amarcians is totally a main focus of my research. Did I forget to mention that? Wait, really? Yep. And based on all the goodies I found in the Archive of Wisdom, I'm pretty much certain the Amarcians came here from Phaedra. No way. Yeah, so there must be a way to get there. And when we arrive, I bet we'll discover a civilization that's totally prospered and thrived and stuff. So saving Sophie isn't your goal at all? Well, that's a bonus. Seriously? Herzlos. Pascal. Ich habe etwas Respekt von dir verloren. Übrigens, Weltenforscher hier. Forscher, okay. Nichts Besonderes, finde ich. So, dann tun wir mal die letzte LF-Leitung noch verbinden und dann gucke ich mal, ob im nächsten Raum Speicherpunkt ist. Und wenn nicht, dann tue ich trotzdem den Part beenden. 17 Minuten, das ist viel zu lang. Vor allem, da ich jetzt immer weniger Zeit in meinem Pass hier investiere. Na, Dauer. Perfekt. Speicherpunkt, hier komme ich. Jawohl. So, und hier fängt es schon mal an gleich. So, aber da hier ein Speicherpunkt ist. Und es gibt wahrscheinlich, den gucken wir uns aber im nächsten Part an. Würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Ciao, Bella. Und so.